Bei PCGH in Gefahr haben wir ja schon öfters mit Lüftern rumexperimentiert, aber so ein extremes Modell wie das hier hatten wir noch nie in unserem Testlabor. Dieses Modell hier von IBM Papst braucht sage und schreibe 388 Watt bei voller Drehzahl. Und die volle Drehzahl, die liegt bei bis zu 7500 Umdrehungen pro Minute. Also das ist schon wirklich beachtlich. Man sieht auch hier der massive Rahmen, damit da auch eine gute Befestigung stattfinden kann. Wir haben hier dieses Gehäuse uns ausgesucht, damit wir den Lüfter festschrauben. Denn laut Hersteller würde der Lüfter einfach abheben und wegfliegen, weil er eben so eine immense Kraft hat. Und daher haben wir uns dazu entschlossen, das Ding hier am Gehäuse festzuschrauben. Erwähnenswert an dieser Stelle ist, dass man diesen IBM Papst Lüfter nicht ganz normal im Handel kaufen kann, wie herkömmliche Lüfter. Also die Dinger werden von großen Unternehmen eingesetzt, wo spezielle Kühllösungen erforderlich sind. Der Stückpreis von so einem Lüfter liegt bei etwa 170 Euro. Also ist natürlich auch preislich eine ganz andere Preisklasse als so ein 0815 PC Lüfter. So einen habe ich zum Beispiel hier in der Hand. Dieser Zhaozhou hat auch knapp über 50 Watt und 6000 Umdrehungen. Und den kann man ganz normal für um die 30 Euro kaufen. Also das ist somit das Extremste, was es eigentlich für PC-Schrauber so zu kaufen gibt. Zum Vergleich, hier habe ich noch Papstlüfter mit 50 Watt. Dazu hatten wir auch schon mal ein PCGH in Gefahr und haben demonstriert, was damit alles machbar ist. Aber auch bei diesem Modell spricht Papst eher nicht mehr die Endkunden an. Mit so einem herkömmlichen PC-Netzteil können nur 12 Volt Lüfter betrieben werden. Das hilft uns aber in diesem Fall nicht weiter, da der mit 48 Volt läuft. Und deswegen haben wir uns von Seasonic dieses Spezialnetzteil besorgt. Das kann 48 Volt liefern und bis zu 450 Watt und sollte damit genug Power haben, um dieses 388 Modell betreiben zu können. Das rote und das blaue Kabel schließen wir direkt am Netzteil an. Und die zwei hier sind für PWM und Tachosignal erforderlich und werden von uns also nicht benötigt. Und die werden wir jetzt einfach mal isolieren. Ein herkömmliches Stromkabel können wir hier nicht anschließen. Aber kein Problem, wir klemmen das einfach ab und schließen das einfach über die Drähte an. Nachdem der Lüfter so extrem leistungsfähig ist, benötigt er sogar eine eigene Kühlung. Und hier sieht man ganz kleine Lüfterlamellen, die einfach nur dafür da sind, um den Lüfter zu kühlen. Ja, unser Versuchsaufbau ist jetzt eigentlich komplett. Jetzt können wir dann bald mit dem ersten Test starten. Ja, zum Vergleich hier nochmal kleine Lüfter, die man so auch für PCs kaufen kann. Die haben, wie gesagt, bis zu 50 Watt. Und hier nochmal der 120 mm Lüfter mit 6000 Umdrehungen im Einsatz. So, jetzt haben wir lange genug Kinderspielzeug demonstriert. Jetzt widmen wir uns diesem Männerspielzeug. Ja, dieses Ereignis wird sich hier keiner der Kollegen entgehen lassen. Deswegen nehmen wir jetzt gemeinschaftlich diesen Lüfter in Betrieb. So, mal gucken, was passiert. Ui, er funktioniert? Schau. Wow. Nice. Wow, ja, das würde ich mal als echtes Männerspielzeug bezeichnen, ne?
Alles andere ist ein Kindergarten dagegen. Ich möchte noch mal darauf hinweisen, ja, bevor hier einige Kollegen mit dem Finger schon gleich in die Nähe dieses Lüfters gehen. Der Hersteller Pabst hat mir extra diese Sicherheitsanweisung zugeschickt. Da stehen gewisse Sachen, die man beachten sollte, denn dieser Lüfter kann unter extremen Bedingungen sogar zum Tod führen. Ja? Also das ist mal wirklich gefährlich. Kann man sich ja gut vorstellen, das hört sich ja an wie ein Düsenjet. Bei dieser Aufnahme demonstrieren wir, wie die Leistungsaufnahme beim Anschalten auf über 350 Watt ansteigt. Bei diesem Versuch haben wir gleich eine neue Erkenntnis gewonnen. Und zwar unser Lautstärke-Messgerät NC10 ist nicht in der Lage, den Lärmpegel dieses Lüfters zu messen. Denn bei etwas über 80 dBA bzw. 55 Zone ist Schluss. Aber der Lüfter ist deutlich lauter. So, wir unterziehen jetzt die ersten Tests. Zum Beispiel haben wir jetzt hier eine Rauchbombe. Das schauen wir uns jetzt mal an, wie das funktioniert. Der Raucherzeuger wird mit einem Feuerzeug angezündet und erzeugt zunächst eine schöne Flamme, die wir mit einer Highspeed-Kamera gefilmt haben. Die Highspeed-Kamera, die uns die Firma Visar AG zur Verfügung gestellt hat, nimmt bei einer Auflösung von 1536x1024 Bildpunkten bis zu 1000 Bilder pro Sekunde auf. Wird die Auflösung reduziert, sind sogar bis zu 10.000 Bilder pro Sekunde möglich. Mit einem Stückpreis von etwa 40.000 Euro ist diese Highspeed-Kamera leider kein Schnäppchen. Bei solchen Aufnahmen ist sehr gutes Timing gefragt, denn die Highspeed-Kamera nimmt nur eine Sekunde am Stück auf, in Echtzeit wohlgemerkt. Wird der Film danach mit 25 Bildern pro Sekunde abgespielt, dauert die Szene 40 Sekunden. Die immense Kraft dieses IBM Pabst-Lüfters wird durch den Raucherzeuger verdeutlicht. Die Gehäuseoberseite verfügt über viele kleine Löcher. Trotz dieser Löcher gelangt der Luftstrom unaufhaltsam ins Gehäuse. Es gibt übrigens gleich drei Gründe, warum wir dieses Experiment nicht in der Redaktion durchgeführt haben. Zum einen würde mir der Chef bei diesem Lärmpegel spätestens nach einer Minute den Strom abschalten und zum anderen ist die Rauchmenge doch immens, die durch den Raucherzeuger freigesetzt wird. Doch der allerwichtigste Grund ist ein anderer. Bei 1000 Bildern pro Sekunde benötigt die Highspeed-Kamera extrem viel Licht. Sonnenlicht ist dabei selbst durch starke Lampen kaum zu ersetzen. In einem Supermarkt haben wir uns einige verdorbene bzw. verstrahlte Lebensmittel besorgt, die nicht mehr für den Verkauf bestimmt waren. Bitte daheim keinesfalls nachmachen. Für dieses Video haben wir gleich mehrere Schutzmaßnahmen getroffen, die nicht auf Anhieb ersichtlich sind. Selbst diese Karotte verschlingt der Extremlüfter wie Butter.